Jule, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Zandvoort, den Niederlanden. Unsere F1 2021, My Team Season geht weiter und wir sind in der zweiten Season. Es spitzt sich zu unserer WM-Fight und seit letztem Wochenende, falls ihr nicht verpasst habt, oben rechts ist verlinkt, haben wir jetzt Ayrton Senna in unserem Team, die größte Legende aller Zeiten hier Zandvoort, 14 Kurven, 4,2 Kilometer. Abonniert gerne den Channel kostenlos und lasst auch unbedingt gerne ein Däumchen da rum, da ich liebe die Strecke jetzt nicht gerade, also ich und die Strecke sind ein bisschen auf Kriegsfuß und trotzdem, schaut auch gerne auf Instagram vorbei, ITU-Gaming und auch gerne auf ITU-JT auf TikTok, auch gerne auf meinem Privataccount, it's-Tobi. Wir haben vorhin auch schon mal auf den neuen Aston Martin reagiert, schaut auch gerne vorbei, oben rechts verlinkt und wie immer, alle wichtigen Links sind unten in der Bio, der WM-Stand sieht ziemlich gut aus für uns, aber es geht immer besser. Wir sind hier in Zandvoort unterwegs mit unserem neuen Design, ein bisschen angelehnt an den Williams, mit dem Ayrton Senna auch damals gefahren ist, mit diesen blau-weißen und ja, es ist eher so ein lila geworden bei uns, aber es passt gut zum Design. Ich finde auch meinen Helm ziemlich nice, den werden wir vielleicht heute das ein oder andere Mal noch sehen. Hier auch gut durchgekommen, hier gab es auch einen Dreher, dieses, ich glaube letztes Jahr von Sebastian Vettel, da wäre es mit Valtteri Bottas fast zum Crash gekommen. Die Strecke an sich sehr, sehr schnell, wirklich, also Highspeed pur, man fährt hier nur ein 1.10 knapp, so da mal Pi, so 1.10 und ja, ich mag die Strecke nicht besonders, muss ich sagen. Sie ist nämlich echt schnell und das, da kommt mein Kopf nicht mit teilweise. Ich bin da eher so ein Fan von Belgien als wie von Zandvoort, aber ja, so ist es halt. Der Kalender steckt sowieso voll. Oh mein Gott, hier fährt man normalerweise nicht drauf. Hier gerade noch so gerettet. Mein erster Versuch, 22. Platz, sieht man auch. Aber wir kommen hier irgendwie mit Lila durch. Oh, den Körbchen kann man so gut schneiden, wirklich. Da gibt es nie eine Verwarnung oder irgendwie so eine Strafe oder so. Gar nicht. Also, so, letzte Kurve. Also hier jetzt mal die vorletzte. Wir müssen hier gut uns raus positionieren, um aus der letzten Kurve perfekt rauszukommen. War eine okay Runde, war ein okay Versuch. Schaffen wir unter 10. Ja. Wir schaffen eine 1.98 und das ist schon mal eine ordentliche Zeit. Also meine Anfangszeit hier jetzt im Formel 1 2020 waren 1.13. Wir starten vor Ayrton Senna, also wir doppelt Start für ITU Racing. Bottas und Hamilton dahinter, da kommt Druck von hinten. Perez und Norris, Verstappen auf 7 und Leclerc auf 8. Sainz und dann haben wir Gasly auf 10. Dann Alonso und Ricciardo teilen sich da die 6. Startreihe. Vettel und Ocon. Dann auf 15 haben wir Tsunoda und Stroll, Russell und Giovinazzi auf 17 und 18, auf 19 dann Kimi und Latifi in der letzten Startreihe, wie immer Nikita Mazepin hinter Mick Schumacher. Das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Rennen, aber wir dürfen hier uns mit der Pole Position schmücken, die ich nicht so oft, wirklich gar nicht so oft erreiche in dem Game. Aber es war einfach ein perfekter Versuch, hier hat alles gepasst. Ich wollte verteidigen, habe aber einen Bombenstart irgendwie geschafft und wollte da ja wahrscheinlich irgendwas abdecken. Ich habe da auch nicht im Rückspiegel geguckt. Deswegen kommen wir da schön an unseren Teamkollegen vorbei. Der könnte uns jetzt auf jeden Fall hilfreich werden, indem wir so ein bisschen die Mercedes, die gerade ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind, ja, einbremsen, aufhalten. Nein, das ist das falsche Wort. Er macht den Wingman, wie Perez einst, oder er hält hier hinten einfach die Stellung und hold the position, wie es so gut heißt, und macht einen Job, wie es bei Red Bull heißt. Nein, ich bin auf jeden Fall sehr gehypt auf die neue Season und wir haben hier einen guten, nahezu perfekten Start erlebt. Die erste Runde war jetzt mal nicht so optimal, muss ich sagen. Wir schwanken dazwischen 3 Zehntel und 6 Zehntel Vorsprung, gerade im Mittelsektor. Da bin ich echt schlecht bei diesen schnellen Kurven. Die kann ich irgendwie nicht Vollgas nehmen, sonst neige ich dazu, in die Kies zu kommen, den Körb zu hart zu nehmen. Das ist auch in der F1 21 nicht so einfach, muss ich sagen, falls ihr wisst, was ich meine. Letzte Kurvenkombination hier, für mich ist das eigentlich eine Kurve, weil man sieht es auch hier unten auf der Map, da sieht es auch fast aus wie eine Kurve. Salah, hier nochmal die Start-Replay, der war gut, ich wollte direkt mal Senna abdecken, ich weiß wie stark der ist, und das, ja, habe ich nicht gebraucht, also der Start war okay, ordentlich, auch der Start von allen war eigentlich gut, hier dann ein kleines Machtspielchen von dem Mercedes, sonst eigentlich okay. Ende zweiter Runde. Wir konnten uns leicht absetzen von Ayrton Senna mit 2 Sekunden jetzt knapp Vorsprung. Das ist okay. Der macht hier seinen Job und hält so ein bisschen die Mercedes auf, weil die fahren da fast auf Augenhöhe. Das DRS wird natürlich jetzt einiges ändern, weil wir müssen uns jetzt hier... Boah, das wird schwierig. Also
Wir müssen auf jeden Fall, er muss auf jeden Fall aufpassen, dass er da nicht von Bottas überrumpelt wird, weil das sind nur sieben, im Schwank zwischen 5 und 7 Zehntel. Ja, schaut mal, wie langsam ich hier im Mittelsektor bin. Da verliere ich auch immer so 2 bis 4 Zehntel. Jetzt waren es sogar 5 Zehntel, Halleluja. Ja, die Reifen lassen allmählich nach, aber trotzdem, ich bin jetzt nicht der größte Fahrer auf dieser Strecke, wie gesagt. Der letzte Sektor gefällt mir gut, der erste sowieso, mit diesem Bergauf, Bergab, das ist cool und macht auch mega Spaß. Aber dann, da waren wir auch hart drauf, aber das Coole ist, das wird hier nicht gezählt, man kann den Körper echt gut schneiden. Ich erinnere mich auch noch hier, ist glaube ich letztes Jahr Verstappen im Training mal im Kiesberg gelandet, auch Mazepin, oder ich glaube Mazepin. Aber ich glaube, Verstappen ist wegen Mazepin im Kiesberg gelandet. Da war doch Fuchs teufelswild. Er konnte, glaube ich, auch rausfahren. Mazepin ist stecken geblieben. War auch eine ziemlich lustige Sache. Und ja, wir sind in der 9. von 18 Runden. Wir haben hier sozusagen unsere Zeit halbiert. Ja, konnten den Vorsprung jetzt so auf 6 Sekunden. Natürlich mal schwankend zwischen 5,1 und 6 Sekunden ausbauen. Und ja, das ist ein sehr... ja, entspanntes Rennen, würde ich mal sagen. Also, so entspannte Rennen hatten wir schon lange nicht. Aber jetzt geht's, glaube ich, mal in die Box rein. Boxenstopp. Ich möchte hier auf jeden Fall raus. Das Ding ist halt, ja, ich weiß nicht genau, wie lange die KI noch fahren will. Meine Reifen, die lassen auch gar nichts mehr zu. Das merke ich, habe ich auch dann gemerkt. Und das Dumme ist, was unser Team mir wirklich macht. Ich habe es angekündigt in der... drittletzten Kurve, dass ich in die Box will und sie schicken einfach den Teamkollegen gleich wieder rein. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ich glaube, das könnte sich gut ausgehen, dass ich nicht stark warten muss oder nicht lang warten muss, aber trotzdem. Ich meine, ich kündige das vorher an. Sie sagen mir so, ja, passt, komm rein. Nichts geplant. Und dann schicken sie einfach Senna auch rein und dann ruinieren sie ihn sozusagen, ja, das Podium oder, keine Ahnung, eine gute Chance. Der war nicht weit weg von dem Mercedes und ja, ich meine, wenn der nur 1-2 Sekunden weg war, dieser jetzt in der Box gestanden. Jetzt muss er auch pushen, aber das Gute ist, die Mercedes sind doch mit sich selbst ein bisschen beschäftigt. Sieht man auch links unten an der Map, die kämpfen ein bisschen miteinander. Trotzdem ist das sehr dumm, also ich meine, was soll die Scheiße? Warum macht er das? Also das verstehe ich auch irgendwie gar nicht, warum man das macht. So. Hier nochmal, ein kleiner Ausrutscher, passiert mir eigentlich oft hier auf dieser Strecke, da kommt das Gras sogar schon durch aus den Curbs, ein kleiner Ausrutscher, da habe ich das 100 Meter Schild mitgenommen. Normalerweise sollte es eigentlich hier Virtual Safety Car geben, dass man irgendwie auf die Strecke kann, hat man nicht gemacht, um das Teil hier irgendwie zu sichern. Und keine Ahnung, was hier Carlos Sainz sein Ding ist, Hamilton ist in der Box, Bottas fährt weiter, unser Teamkollege kann ihn überholen oder nicht, gucken wir mal kurz unten links, der fährt, ja, Sainz hat ihn überholt, perfekt. Und jetzt hier, ich weiß natürlich, es ist keine Überrundung, es ist nur ein Überholmanöver, aber trotzdem, ich weiß nicht genau, was hier Lance Stroll Ding ist. Ich möchte jetzt sagen, okay, das war jetzt mein Fehler. Hier bin ich neben ihm, aber da will ich noch nicht, da traue ich mich auch irgendwie nicht. Wenn man da lang drauf hält und dann hier jetzt wieder aber, Alter, der zieht da rüber. Ich weiß nicht genau, was sein Problem hier war, aber er wollte auf jeden Fall nicht überholt werden, um gar keinen Preis. Hoffentlich kostet uns das dann zum Schluss nicht wichtige Sekunden oder wichtige, ja, Plätze, die wir da besser, ja, gehabt hätten. Aber ich denke mir da jetzt mal so, Alter, der fährt hier einfach seine Linie ohne irgendwas, ohne Rücksicht auf Verlust, aber jetzt können wir gut kontern in die letzte Kombination hier rein. Es ist die vorletzte Kurve, aber für mich ist es hier immer schon die letzte, weil es irgendwie ein 1 für mich ist. So, aber ja, hier gönne ich mich noch ein bisschen Windschatten von Gasly ab und es reicht auf jeden Fall. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber die wichtigere Frage ist es, reicht es auch für Ayrton Senna, um an Valtteri Bottas vorbeizugehen? Da ist ein richtiges Gemetzel in der Box, da sind 3-4 in der Box und Senna ist an Valtteri Bottas vorbei. Die wichtige Antwort, die wichtigste Antwort und natürlich auch so ein bisschen, mal durchatmen. Wir haben sogar Zeit im Gegensatz zu Senna gut gemacht, aber ist auch irgendwie klar, weil er muss ja wegen der dummen Strategie 2-3 Sekunden safe länger stehen wie wir. Das sind dann auch die ich hier gegen ihn gewonnen habe. So, lala. Und hier jetzt dann die Runde gegen Carlos Sainz Jr., der hier zugegebenermaßen echt hardcore unterwegs war, aber ich meine, es ist alles fair gelaufen und da kann man nichts sagen. Ich wollte schon in der ersten Kurve angreifen, nicht gegangen. Dann in den nächsten darauf folgenden Kurven
bin ich ihn immer mal ein bisschen zu nah gekommen. Ja, hier kann man natürlich nicht überholen, das ist auch klar. Ich wollte nur eine andere Linie fahren, weil in der Dirt Air bist du da schnell verloren. Also das merkt man auch immer wieder. Da war ich ein bisschen zu nah dran, muss ich auf jeden Fall zugeben. Da nebeneinander, aber da habe ich mich nicht getraut. Da waren meine ja nicht groß genug, glaube ich. Aber wie gesagt, ja, das Laggen kann ich nichts für. Das ist die Series X Edition. Ich hätte auch gern ein bisschen bessere Qualität erwartet, aber das Game wird auf jeden Fall hoffentlich, das 22er, wird auf jeden Fall hoffentlich ein bisschen besser laufen. Da war ich auch sehr optimistisch, aber ich war da auch quasi neben ihm vor Kurveneinfahrt, aber ja, das ist egal. Solange da keine Teile fliegen und nur ein Vorderrad und ein Hinterrad im Gras drin ist, ist das noch fair, würde ich mal sagen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Mega-Rennen, vieles wieder passiert, ja, bei den anderen wahrscheinlich, aber bei mir ist da ehrlich gesagt nicht viel passiert. Wir sind da quasi von 1 auf 1 gefahren, also es war jetzt nicht kein One-to-One, also wir sind da schon ein bisschen zurückgefallen, aber quasi waren wir nie irgendwie in Gefahr, ja, Zweiter zu werden. Wir waren immer genug weg, dass wir das schaffen, oder wir hatten da immer genug Polster, um irgendwie, oder wir wussten auch, ja, wenn der in die Box fährt. Ich meine, nach dem Fight mit Sainz waren wir es nicht mehr so, glaube ich, hinter oder vor Bottas rauskommen, aber ja, es ist trotzdem irgendwie immer alles hier gut gegangen. Das freut mich auf jeden Fall. Russland wird mega. Ich werde da aufdrehen auf jeden Fall. Ich liebe die Strecke. Japan wird die Hölle. Aber dann kommt natürlich auch Mexiko. Diese ganze, amerikanischen Sachen. Austin, Brasilien, Mexiko. Ziemlich geile Strecken, alles miteinander. Austin ist für mich ein bisschen schwierig. Die erste ist aber trotzdem. Also ich mag die Strecken alle gern. Und gerade Brasilien und auch Mexiko sind zwei meiner Lieblingsstrecken außerhalb von Europa. Also ich mag bis auf Zandvoort und, ja, was brauche ich noch nicht? Ja, ich würde sagen, bis auf Zandvoort mag ich eigentlich jede europäische Strecke. Also auch Bahrain mag ich sehr gern. Ja, wir werden auch das erste Mal mit unseren Racern hier in Saudi-Arabien fahren. Das wird auch eine interessante Geschichte, würde ich mal sagen. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir haben noch ein paar Rennen vor uns. Und wir sind hier in der letzten Kurve. Es war ein sehr starkes Rennen. Ja, von fast keiner Konkurrenz. Und wir gewinnen hier makellos den ersten Platz. Von Pole zum Sieg. Und das hier in 18 Runden. Ich bin trotzdem kein großer Fan von der Strecke, wie gesagt. Hamilton wird Fahrer des Tages. War mir klar, dass ich das nicht wird. Gerade mit dem Fight mit Sainz, da war ich auch teilweise zu unentspannt und zu aggressiv an manchen Kurven dran. Aber ja, unser Team kann sich trotzdem freuen. Das ist der erste Doppelsieg in der Geschichte von ITU. Nein, ist er nicht. Nein, ist er nicht. Das war Frankreich. In dieser Season war unser erster Doppelsieg. Schaut gerne oben rechts mal die Playlist durch. Frankreich mit Massa damals noch. Ein Regenrennen. Wir sind das zweite ins Ziel gekommen. Ich habe ihm den Sieg so gegönnt. Und auch heute gönne ich auf jeden Fall im zweiten Rennen schon am Podium. Nein, war nicht sogar am ersten. Nein, am ersten Rennen letzte Woche ist er in Belgien, ist er Vierter geworden. Und heute auch holt er einfach den zweiten Platz. Nächste Woche vielleicht sogar den ersten. Also nächste Woche ist bei uns wahrscheinlich auch nächste Woche. Montag oder so. Vielleicht holt er da den ersten Platz sogar. Ich bin sehr stolz auf Ayrton Senna. War ein guter Kauf. Aber ich wusste natürlich, wenn man sich den holt, dann kannst du Qualität und Leistung erwarten. Vielen, vielen Dank. Es war ein tolles Rennen. Wir sind hier Erster geworden, holen die schnellste Rennrunde. Und das ist natürlich auch gut für die Konstrukteurs-WM, weil wenn mal ein Wochenende nicht so läuft, wie wir es wollen, dann ja, dann kannst du da auf jeden Fall dir sicher sein, dass wir jetzt mal einen kleinen Polster haben. 80 Punkte sind wir vor Mercedes und das war heute echt eine Teamleistung. Die maximale Punkteanzahl, die an einem Wochenende geht, haben wir einfach geholt. Es war ein tolles Wochenende. Es war eine perfekte Leistung von beiden Teams. Ich meine, das mit dem Boxenstopp hätte ich anders gelöst. Aber es hat dann am Ende auch aufs Podium für beide gereicht. 1,5 Millionen gibt's und wir brauchen einen neuen Sponsor. Nachdem unsere Leistung jetzt echt so grandios ist, wir müssen auch
im übernächsten Wochenende irgendwas mal tauschen. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich wieder von ganz hinten starten. Ich möchte nochmal alles raushauen. Wir werden jetzt nochmal alte Teile einbauen oder auch Teile, die noch auf 0% sind, nochmal alles tauschen. Das gleiche werden wir nochmal in ein, zwei Wochenenden tun und dann haben wir für Brasilien, Saudi-Arabien, Abu Dhabi und so weiter keine Probleme mehr, irgendwelche Teile nachzubauen. Salah, hier ist eins fehlgeschlagen, Bremsscheibe oder so, keine Ahnung, was es ist. Schade, aber ja, mit dem muss man eigentlich auch rechnen. Schaut gerne, wie gesagt, auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Kommen immer wieder neue Picks und auch Clips online. Auch gerne auf TikTok und auch gerne auf meinem TikTok-Account auf its-tobi. Da kommt, wie gesagt, jeden Tag Formel 1 Stuff. Heute Launch McLaren. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Oder morgen hier werden wir auf jeden Fall auf die neuen Sachen eingehen. Abonniert den Channel gerne kostenlos, dass nichts mehr passt. Und macht auch gerne die Glocke weg. Getriebe wird noch nicht ersetzt. Danke fürs Zugucken und ciao. Game like I'ma run it back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.